französischen Dreimaster. Die Orient, das größte Schlachtschiff seiner Zeit, hochgerüstet und feuerstark. Sie soll Napoleon 1798 zum Durchbruch verhelfen, bei seinem Plan, Ägypten zu unterwerfen. Der Forscher fahndet nach Spuren eines mörderischen Seegefechts, das Tausende von Menschenleben forderte. Opfer einer Nacht im flammenden Inferno. Das Mittelmeer bei Abukir. Vor 200 Jahren Schauplatz eines Dramas, das zu einem Wendepunkt in der Geschichte Europas führt. Die Großmächte Frankreich und England kämpfen um die Vorherrschaft im Orient. Das Land am Nil. Frankreich will sich mit der Eroberung Ägyptens einen wichtigen Brückenkopf schaffen und von dort aus die reichen britischen Kolonien in Indien unter Kontrolle bringen. Die stolze Orient führt die Invasionsflotte der Franzosen an. Eine angsteinflößende, schwimmende Kampfmaschine. An einem heißen Sommerabend im August wird sie von britischen Schiffen ausgemacht und angegriffen. Die blutige Auseinandersetzung unter französischer und britischer Flagge, unter Tricolore und Union Jack, geht als Schlacht am Nil in die Geschichte ein. Sie steht für eine grundlegend neue Taktik der Seekriegsführung und eröffnet eine bislang nicht gekannte Dimension an Zerstörung. Wie konnte es dazu kommen, dass Napoleons überlegene Mittelmeerarmada so vernichtend geschlagen wurde? Genau 200 Sommer später hat ein Forschungsschiff am Ort des Geschehens Anker geworfen. An Bord der französische Unterwasserarchäologe Frank Gordio. Mit seinem Team will er die Ereignisse jener verhängnisvollen Nacht rekonstruieren. Schon seit Ende der 70er Jahre ist der studierte Mathematiker der Orient auf der Spur. Inzwischen ist er auch Archäologe. Zu Abukir hat er eine besondere Beziehung. Im Schlagabtausch mit den Briten zeichnete sich einer seiner Vorfahren durch große Tapferkeit aus. Als Kind verbrachte ich die Ferien oft auf einem Familienanwesen, das noch vom Herzog von Thouars stammt. Besonders lebhaft in Erinnerung ist mir ein Fries neben der Bibliothek. Das Bild, das Gordio meint, würdigt seinen Verwandten Admiral Thouars. Mit Heldenmut verteidigte der Befehlshaber der Tournant sein Schiff bis zum bitteren Ende. Seine letzten Worte sind überliefert. Unter dem Gemälde steht geschrieben: Männer der Tournant, ergibt euch nie. Seit jener Schicksalsnacht liegen die Trümmer der Schlacht auf dem Meeresgrund in 11 Meter Tiefe. Der Boden ist immer noch schwarz vom Pulver der Kanonen. Man kann es sogar riechen, behaupten die Taucher. Überall im schlammigen Sediment stoßen sie auf Fundstücke. Nach mehreren Anläufen in den letzten Jahren unternimmt Frank Gordio nun die erste systematische Bestandsaufnahme. Im nassen Grab Überreste von Menschen. Stumme Zeugen der katastrophalen Niederlage eines ehrgeizigen Feldherrn. Hinweise auf Zerstörung und Tod. Doch auf ihrer Expedition in die Vergangenheit finden die Forscher noch viel mehr. Im Sand verborgen glänzendes Gold. Münzen, die funkeln, als seien sie soeben geprägt worden.
Napoleon hat sie erbeutet. Auf seinem Weg nach Ägypten fällt er in Malta ein und nimmt die Insel im Handstreich. Hoch oben über dem Meer, in der trutzigen Festung Valletta, residieren die Ritter des reichen Malteserordens. Ihrer Herrschaft setzt der französische Eindringling schnell ein Ende. Die gut gefüllte Staatskasse nimmt er mit. Halten die Forscher Goldstücke aus dem legendären Malteser-Schatz in den Händen? Dies sind einige der Münzen, die wir gefunden haben. Sie stammen aus verschiedenen Ländern. Ein paar davon wurden ganz sicher auf Malta geprägt. Hier ist François Emmanuel de Rouen zu sehen, der Großmeister des Ordens. Frankreich steht vor dem Ruin und braucht dringend Geld. 9 Jahre Revolution und Krieg haben das Land zugrunde gerichtet. Nun ruht alle Hoffnung auf Napoleon. Das Unternehmen Ägypten verspricht neuen Reichtum und neuen Ruhm. In nur 2 Monaten liegen 365 Schiffe für 54.000 Soldaten bereit. Vom französischen Hafen Toulon aus stechen sie in See. General Napoleon Bonaparte befehligt die riesige Streitmacht. Schon damals, mit knapp 29 Jahren, hat er Geschichte geschrieben. Er hatte bereits Italien erobert. Und seine Armeen waren die siegreichsten, die Europa je gesehen hatte. Zweifellos fürchtete man ihn auch in England. Auf seinem Schlachtschiff der Orient segelt der brillante und ehrgeizige Stratege Richtung Osten. In seiner Begleitung hervorragende Künstler und Gelehrte. Sie sollen die jahrtausendealte Kultur im Land am Nil erforschen. Denn für Kunst und Wissenschaft interessiert sich der junge General genauso brennend wie für den Krieg. Ich glaube, der unterschiedliche Charakter der beiden Kontrahenten macht die Schlacht von Abukir so faszinierend. Auf der einen Seite Napoleon als Oberbefehlshaber des Ägyptenfeldzugs. Auf der anderen Seite Nelson, Kommandant der britischen Flotte, ein Genie in der Seekriegsführung. Ein eitler und empfindsamer Mann und dennoch hochgeachtet wegen seiner Führungsqualitäten. Sein Motto: Im Kampf zählt vor allem ein kühler Verstand. Sein Wagemut hat ihn bereits einen Arm und ein Auge gekostet. Im Mai 1798 erhält Nelson Order, Napoleons Flotte zu vernichten. Ein Sieg würde England die Vormachtstellung auf See einbringen. Kapitän Thomas Troubridge, ein alter Freund, nimmt teil an der Jagd auf den Mann, den Nelson einen korsischen Schurken nennt. England war 1798 in einer politischen Sackgasse. Frankreich war Kontinentalmacht und hatte gerade Frieden mit allen anderen europäischen Ländern geschlossen. Nur einen Gegner musste es noch erobern, und das war England. Im trüben Wasser vor Abukir endet dieser Traum, als die Briten Napoleons waffenstarken Segler versenken. Nach wochenlanger Verfolgung quer durchs Mittelmeer. Die Archäologen haben das Steuerruder der Orient entdeckt, mehr als 50 Meter vom Rumpf des Schiffes entfernt. Nur eine gewaltige Kraft kann es so weit weggeschleudert haben, denn allein dieses Holzstück ist 10 Meter lang und 15 Tonnen schwer. Die Orient war eines der größten und imposantesten Schiffe der damaligen Zeit. Ein Prunkstück, gezimmert aus 4000 starken Eichenstämmen. Mit 3 riesigen Kanonendecks, jedes 75 Meter lang. Mit 2000 Menschen an Bord
Seeleuten, Handwerkern und Soldaten. Das gewaltige Ungeheuer führt 16 Fregatten an, Napoleons unbesiegte Kriegsflotte. Lange hat Nelson keine Ahnung, wohin die französische Armada segelt. Rastlos irrt er durch die Weiten des Mittelmeeres, besessen, den Feind aufzuspüren. Der Admiral soll um jeden Preis verhindern, dass Napoleon durch die Straße von Gibraltar in den Atlantik ausbricht. Beide Parteien sind bis an die Zähne bewaffnet und jederzeit einsatzbereit. Zur Ausrüstung der Regimenter gehörten Vorderlader. Längst sind die Musketen von Seepocken überkrustet. Bis auf 200 Meter konnten die Soldaten damit den Feind ins Visier nehmen. Nelsons Flaggschiff, der Vanguard, folgen 14 Fregatten. Die gesamte Flotte ist mit 1000 Kanonen bestückt. An Bord herrscht strenger Drill. Die Geschützmannschaft untersteht hohen Offizieren. Thomas Foley, Thomas Troubridge und Edward Barry. Männer, die Nelson seine Bruderbande nennt. Im Gefecht können ihre Kanoniere 3 gerichtete Salven in nur 5 Minuten abfeuern, 5-mal schneller als die Franzosen. Die gefürchteten Waffen finden Gordios Männer überall im Schlick, verrostet. Zerfetzte Taue und verrottete Segel sind kaum noch von den Meerespflanzen zu unterscheiden. Ein unheimlicher Friedhof, voll von Eisenteilen und menschlichen Knochen. In den nächsten Monaten wartet auf die Unterwasserarchäologen viel Arbeit. Jeder Zentimeter soll abgesucht werden, nichts darf ihnen entgehen. Napoleons Flaggschiff, die Orient, liegt verstreut über einer Fläche, die der Größe von 10 Fußballplätzen entspricht. Ein riesiges Areal. In mehr als 1000 Tauchgängen durchforsten die Froschmänner das ausgedehnte Fundfeld. Selbst das kleinste Stück kann später ein wichtiges Indiz sein, um das Desaster vor der ägyptischen Küste zu deuten. Noch gut erhalten Reste des Kiels und Teile großer Pumpen. Sie standen in den sogenannten Bilgen. Dort sammelte sich das eingedrungene Wasser, das die Matrosen ins Meer zurückpumpten. Ein erster Volltreffer. Und zugleich Ausgangspunkt für weitere Aktionen. Um die Lage der einzelnen Objekte wissenschaftlich genau bestimmen zu können, legen die Forscher Leinen für ein Vermessungsnetz aus. Wie Detektive setzen sie das Puzzle der Geschichte zusammen. Den ganzen Sommer über ist Admiral Nelson seinem Widersacher Napoleon Bonaparte auf den Fersen. Doch immer wieder verfehlt er ihn. An einem nebligen Junimorgen segelt der Engländer nichtsahnend sogar nur wenige Seemeilen an der französischen Flotte vorbei. Er hat Kurs auf Alexandria genommen. Doch von Napoleon keine Spur. Der genervte Nelson macht sofort Kehrt, Richtung Sizilien. Gerüchte sind durchgesickert, der Korse sei dort zu finden. Genau einen Tag später, am Abend des 1. Juli 1798, macht Napoleon vor Alexandria fest. Die einst blühende Handelsmetropole, von dem griechischen Eroberer Alexander dem Großen gegründet, war damals eine kleine Stadt mit 6000 Einwohnern. Hier würde die Franzosen kaum Widerstand erwarten. In der Nacht stürmt es. Bonapartes erster Kommandant, de Bruyès, sieht sich vor eine gefährliche Aufgabe gestellt. Er soll 37.000 Soldaten von Bord sicher an Land bringen. De Bruyès will die Ausschiffung unbedingt verschieben, denn er fürchtet, von den Briten überrascht zu werden. Doch Napoleon wischt die Argumente seines Kommandanten vom Tisch. Er drängt darauf, mit seinen Truppen so schnell wie möglich abzumarschieren. Hartnäckig plädiert de Bruyès dafür, zumindest die Kriegsflotte in Sicherheit zu bringen. Der General fordert, dass sie im alten Hafen von Alexandria vor Anker geht.
Sein Kommandant befürchtet jedoch, dort in einer ausweglosen Falle zu sitzen. Oberbefehlshaber de Bruyès favorisiert die Insel Korfu. Napoleon aber braucht seine Flotte in unmittelbarer Nähe als Rückendeckung bei der Invasion Ägyptens. Sie schließen einen Kompromiss. Und so segelt der Schiffsverband nach Abukir. Eine verhängnisvolle Entscheidung. In der Ebene von Gizeh trifft der französische Feldherr auf die mamelukische Armee. Sie ist seinem Heer zahlenmäßig um ein Drittel überlegen. Unerschrocken feuert Napoleon seine Männer zum Kampf an. Soldaten, von der Spitze dieser Pyramiden blicken 40 Jahrhunderte auf euch herab. Drei Wochen später ist Ägypten erobert. Auf den Schiffen vor Abukir hungert inzwischen die Besatzung. Der Proviant geht zu Ende. Ein Großteil der Mannschaft wird an Land geschickt, um frische Verpflegung zu besorgen. An Bord gibt es nur noch verdorbenes Wasser. Die Menschen leiden an Durchfall. Zusätzlich strapaziert sie die ungewohnte Hitze. Die Arbeit geht nur noch schwer von der Hand. Admiral Bruyès bittet Napoleon um Unterstützung. Doch der Sieger in der Schlacht an den Pyramiden schickt keine Hilfe. Die zweite Fehlentscheidung. Hat sie das Schicksal der französischen Flotte besiegelt? Fototermin auf dem Meeresboden. Ein sensationeller Fund. Zwei der 120 Kanonen, mit denen Napoleons Flaggschiff bestückt war. Wuchtige, 15 Kilo schwere Eisenkugeln wurden aus ihnen abgeschossen, gezündet mit Schwarzpulver. Vorbereitung zur Bergung. Eine Kurzkanone, eine sogenannte Karonade, soll in Alexandria von Experten restauriert werden. Mehr als 700 Kilo wiegt das plumpe Geschütz. Größte Sorgfalt ist geboten. Dann kann es endlich auf das Forschungsschiff gehievt werden. Gegossen wurde sie von Meister Jean-Baptiste Martinique in Toulon am 10. März 1788. Wir wissen also genau, wann sie hergestellt wurde. Ein Prachtexemplar. Sehr treffsicher auf Entfernungen von 300 Metern. Todbringend. Gordio und sein Team holen aber auch ganz unspektakuläre Dinge heraus. Gebrauchsgegenstände, die den Seemannsalltag des 18. Jahrhunderts heraufbeschwören. Sie schlummern in dem Teil der Orient, den die Forscher hölzerne Welt nennen. Sogar mehrere Kristallflakons überdauerten den Untergang. Ein kleines Wunder bei der großen Feuersbrunst. Eine Glaskaraffe lag sogar direkt neben einer zertrümmerten Kanone. Ein Blick ins Bordleben. Was uns zuerst auf einer Fregatte von damals auffallen würde, ist die unglaubliche Enge. Ein 74-Kanonenschiff zum Beispiel hatte vermutlich 600 Mann Besatzung. Jeden standen für seine Hängematte 35 cm zu. Nicht etwa zwischen den Hängematten, sondern insgesamt. Aber die Soldaten hatten keine Wahl. Sie mussten ausharren, dicht an dicht. Eine Strapaze, vor allem bei stürmischer See. Jeder Gegenstand erzählt eine Geschichte. Gerade die Dinge des täglichen Lebens erinnern an die Menschen, die sie einmal in Händen hatten. Menschen, die heute namenlos und vergessen sind. Wir haben mehrere Knöpfe und Spangen. Diese besonders hübschen Exemplare zeigen zwei Kanonen und einen Anker. Einen Hinweis darauf, dass sie einem Kanonier gehörten. Und hier einige Bleilettern. Napoleon hatte sie dabei, um seine Edikte an das ägyptische Volk drucken zu lassen. Ein großes I. T. Es gibt auch sehr kleine. Hier ein C.
Dann haben wir diese hübsche Pfeife. Sie ist mit einem Gesicht verziert und voll funktionsfähig. Das sind nur ein paar Beispiele für das, was wir unter Wasser finden. Tag für Tag suchen sie weiter, unermüdlich. Und immer wieder gibt es neue Überraschungen. Der Schlick auf dem Meeresgrund birgt noch manches Geheimnis. Sie buddeln eine goldene Brosche aus, den Schmuck einer Frau. Wie kommt ein solches Stück auf ein Kriegsschiff? Ein Talisman als Zeichen der Liebe beim Abschied von zu Hause? Oder waren unter den Opfern von Abu Ghia auch Frauen? Mancher Kapitän nahm weibliche Zahlmeister oder Wäscherinnen in Dienst. Schon 6-jährige Jungen waren dabei. Sie stellten das Pulver für die Kanoniere bereit. Auch Nelson fuhr schon mit 12 Jahren zur See. Wir leben von Schiffszwieback voller Maden. Ich kann nicht behaupten, dass ich das Leben hier besonders angenehm finde. Das schreibt ein 10-Jähriger verzweifelt an seine Eltern. Juli 1798. Noch immer kreuzt Nelsons Flotte durchs Mittelmeer. Nach monatelanger Suche kann Kapitän Troubridge seinem Admiral die ersehnte Meldung machen. Sir, die Franzosen sind in Ägypten. Die britischen Schiffe jagen nach Alexandria. Und 3 Tage später kommen sie an. Ihre Vorhut hat die feindlichen Fregatten bereits ausgemacht. Östlich der Stadt bei Abu Ghia. Die lange Ungewissheit ist zu Ende. Die Schlacht steht bevor. Nelson macht mobil. Zum ersten Mal seit Tagen lässt sich der Admiral ein Dinner servieren. Die nächsten Stunden, so verkündet er, werden ihm Tod oder Ruhm bringen. 1. August 1798, später Nachmittag. Die 15 britischen Kriegsschiffe liegen jetzt in der Bucht von Abu Ghia, in Sichtweite der französischen Flotte. Hier wird die Entscheidung fallen über die Führungsrolle im Mittelmeer, über weitere Eroberungen der Franzosen im Nahen Osten. Doch Napoleons ehrgeizige Pläne versinken mit der Orient und den anderen Fregatten. Nur noch ein imposanter Schrotthaufen zeugt von ihrer gewaltigen Stärke. Eisenklammern und riesige Nägel hielten die Spanten der Orient zusammen. Eine äußerst stabile Konstruktion, aber chancenlos bei der ungeheuren Wucht der Explosion, die den Stolz Frankreichs in Stücke riss. Bei Sonnenuntergang an jenem 1. August erfährt an Bord der Orient Admiral de Briès von der bedrohlichen Annäherung der Briten. Napoleon ist im Land unterwegs, um wieder mal eine Rebellion der Ägypter niederzuschlagen. Von der Bedrohung seiner Flotte ahnt er nichts. Kommandant Briès vertraut fest darauf, dass Nelson nicht bei Nacht angreifen wird. Doch im schwindenden Tageslicht muss er erkennen, dass er sich gründlich geirrt hat. Ein Fernrohr. Vielleicht gehörte es Admiral Briès oder einem anderen Kapitän. Damit könnten sie Nelsons Flotte beobachtet haben. Auf der Orient fehlt weiterhin ein Teil der Besatzung. Viele Männer halten sich noch immer in Alexandria auf, um Proviant zu beschaffen. Unerbittlich rücken die Briten vor. Die Bucht von Abu Ghia ist sehr offen. Sie bietet keinen Schutz gegen den Nordwind. Aber im Westen schirmt sie eine Kette von Riffen ab. Sie reichen bis zu einer kleinen Insel. Die Bucht ist seicht, zwischen 3 und 6 Meter tief. Deshalb konnte die französische Flotte nur an einer bestimmten Stelle vor Anker gehen, da die Orient 7,5 Meter Tiefgang hatte. Briès lässt die Schiffe durch Trossen miteinander verbinden. Er will die Engländer hindern, die Linie zu durchbrechen. Geschützt in der Mitte die Orient. Der Admiral rechnet damit, dass sich auch der Feind formiert.
Doch Nelson verfolgt eine andere Taktik. Die Franzosen erwarteten, dass ihre Gegner einen regulären Angriff starteten. Zahlenmäßig hielten sich die Streitkräfte in etwa die Waage. Napoleons Armada bestand aus 17 Fregatten, Nelson befehligte 15. Nur hatten die Franzosen weitaus mehr Kanonen. Und zwar fast 1200 Stück. Für jede einzelne waren 7 Mann erforderlich. Zum Ausrichten, Laden und Abfeuern. Der Rückstoß hatte eine Wucht von 9 Tonnen. Überall liegen Kanonenkugeln, Geschosse mit verheerender Einschlagskraft. Und Projektile, die wie Hanteln aussehen, die durch die Luft wirbeln und Segel und Takelagen zerfetzen konnten. Es muss eine gigantische Materialschlacht gewesen sein. Eine Minikanone, kein Spielzeug, sondern ein Testgerät. Ein Probeschuss zeigte schnell, ob das Schwarzpulver in den Fässern feucht geworden war. Einsatzbereit liegt die französische Flotte im tiefen Wasser. Der Gegner signalisiert, fertig zum Angriff. Alle nehmen ihre Position ein. Jede Minute zählt. Laternen werden angezündet. Ausgestreuter Sand soll verhindern, dass Blut den Boden glitschig macht. Die Soldaten unter Deck haben es besonders schwer. Ein britischer Kanonier erinnert sich. Die Sonne ging unter, als wir in die Bucht einfuhren. Eine rote, feurige Sonne. Hätte ich die Wahl gehabt, wäre ich auf Deck geblieben und hätte von dort aus das Geschehen beobachtet. Doch jeder tut seinen Dienst da, wo er gebraucht wird. John Nicol, Kanonier auf der Goliath. Admiral Nelson prescht voran, den Wind im Rücken. Doch noch bevor die Schlacht begonnen hat, verliert er ein Schiff. In den gefährlichen Untiefen läuft es auf Grund. Die Culloden, das erste Schiff in der Kiellinie, strandete auf dem Riff da drüben. Das Unglück warnte die anderen und verhinderte, dass es ihnen genauso ging. Die Stelle ist noch heute als Culloden Riff bekannt. Die Engländer wissen jetzt genau, wie weit sie sich in Küstennähe wagen dürfen, ohne aufzulaufen. Auf der Goliath entscheidet sich Kapitän Fawley zu einem riskanten Manöver. Mit 4 Fregatten segelt er durch den schmalen Korridor zwischen den Riffen und der feindlichen Linie direkt in den Rücken der Franzosen. Der schlaue Nelson greift sie von der Meerseite an. Napoleons grandiose Flotte sitzt fest. Sie verharrt in ihrer starren Formation, ein Verstoß gegen alle Regeln der Kriegführung. Und das war entscheidend für den Ausgang der Schlacht. Der Blitzangriff der Briten lähmte den Kommandanten der Orient völlig. Und seine Schiffe an der Spitze waren nicht gefechtsklar. 2 hatten nicht einmal die Kanonen ausgerichtet. Ungehindert feuert die Goliath eine Breitseite auf den ersten französischen Segler. Der Überraschungscoup ist geglückt. Bis Napoleons Männer reagieren können, gehen kostbare Minuten verloren. Gnadenlos werden sie in die Zange genommen. Der Fluchtweg ist abgeschnitten. Innerhalb von 10 Minuten verliert das Boot auf Position 1 alle Masten. 49 Einschüsse steuerbords und 27 Backbords durch 7 Nummer 3 im Kreuzfeuer. Unter Deck brennt es. Der schlimmste Albtraum eines jeden Seemanns. Starker Gegenwind verhindert, dass Napoleons restliche Flotte zu Hilfe kommen kann. Die Spanten verkohlen in der mörderischen Hitze. In Windeseile breiten sich die Flammen aus. Das Schiff ist verloren.
Es war das Schrecklichste, was einem Schiff in jener Zeit widerfahren konnte. Seine gesamte Konstruktion bestand praktisch aus Holz. Fugen und Stöße waren mit Teer gefüllt. Alles an Bord war leicht brennbar. Natürlich auch die Segel, die Rahen und so weiter. Und nicht zu vergessen, im Laderaum türmten sich Fässer voller Schießpulver. Nelson ist nur auf ein Ziel fixiert. Er nimmt direkten Kurs auf die Orient. In Rekordzeit stopfen seine Kanoniere Munition in die Geschütze und feuern im 8-Minuten-Takt. Doch plötzlich gerät sein eigenes Flaggschiff in Gefahr. Fast wendet sich das Blatt. Zwei französische Fregatten nehmen die Vanguard von beiden Seiten unter schweren Beschuss. Ein Kugelregen aus allen Rohren. Niemand weiß, wie viele Tonnen Munition vor Abukir verschossen wurden. Noch heute ist der Meeresgrund von Metallklumpen übersät. Zwei hasserfüllte Nationen in kompromissloser Feindschaft. Eine Musketenkugel trifft Nelson am Kopf. Gemeinsam mit anderen Schwerverwundeten wird der britische Oberbefehlshaber ins Krankenquartier nach unten gebracht. Obwohl er stark blutet, weigert er sich, bevorzugt zu werden. Wie seine Soldaten wartet er geduldig, bis ihn der Wundarzt versorgen kann. Er glaubte, sterben zu müssen. Sarkastisch, wie er nun mal war, bemerkte er, mit mir geht es zu Ende, grüßt meine Frau von mir. Viel mehr als den Tod fürchtet Admiral Horatio Nelson, den Ausgang der Schlacht nicht miterleben zu können. Die Lage spitzt sich dramatisch zu. Das Gefecht geht dem Höhepunkt entgegen. Zuerst sind die kleineren französischen Fregatten gesunken, bei dem Versuch, die Orient zu schützen. zweihundert Jahre lang hat der Schiffsfriedhof sein Geheimnis bewahrt. Die Schicksale der meisten Gefallenen bleiben im Dunkeln. Ihre persönlichen Besitztümer sind heute archäologische Schätze. Hier haben wir einen schönen Marinedegen. Er ist in einem recht guten Zustand. Wahrscheinlich gehörte er einem Offizier. Der Griff besteht aus Bronze, die Scheide aus Holz und Leder. Vielleicht hielt Nelson den Degen gar selbst in der Hand. Denn in jener Schreckensnacht, so wird berichtet, wurde ihm eine solche Waffe präsentiert. Während der englische Admiral blutüberströmt in der Vanguard liegt, sicher, dass er sterben wird, strecken fünf der gegnerischen Schiffe die Waffen. Einer der französischen Kapitäne lässt Nelson seinen Degen überbringen, als Zeichen der Kapitulation. Napoleons Flotte ist erheblich dezimiert. Der unersetzliche Verlust besiegelt ihr Schicksal. Zwei englische Schiffe, die Swift Sur und die Alexander, nehmen jetzt die Orient aufs Korn, an ihrer empfindlichsten Stelle. Die Offiziersmesse im Heck des majestätischen Dreimasters hatte Glasfenster. Der einzige Schwachpunkt der schwimmenden Festung aus starkem Holz. Der Vernichtungsschlag konnte also am besten von Achtern erfolgen. Feuer auf dem Flaggschiff der Franzosen. Schon die ersten Salven treffen genau. Mitten im Geschützdonner schießt der verwundete Admiral Bruyes mit seiner Pistole auf die Briten. Eine letzte Verzweiflungstat. Verbissen kämpft er bis zum Ende. Um 7:30 am Abend zerreißt ihn eine Kanonenkugel. Die Orient ist führungslos. Und für die Briten leichte Beute. Fünf ihrer Schiffe kesseln das Mammutboot ein. Wer sich noch retten kann, hat Glück. Für die meisten jedoch gibt es keinen drinnen. Nur 100 Männer überleben. Unter Dauerbeschuss wütet das Feuer, viele Stunden lang.
Bis zum Pulvermagazin fressen sich die Flammen durch. Um 10 Uhr abends fliegt die Orient in die Luft. 32 Kilometer weit ist die Detonation zu hören. Über Alexandria färbt sich der Himmel blutrot. Die Briten stellen für kurze Zeit das Feuer ein. Alle waren betroffen, geschockt, dass es überhaupt möglich war, auf einen Schlag so viele Menschen in den Tod zu schicken. Immerhin geschah das alles, bevor es Massenvernichtungswaffen gab. Maschinengewehre und Bomben, wie wir sie kennen. Deshalb zeigten sich damals selbst abgehärtete Soldaten tief erschüttert. Wie eingefroren stellt sich die Katastrophe noch heute auf dem Meeresboden dar. Der Zeichner aus Gordios Team fertigt das erste genaue Bild vom zerborstenen Rumpf der Orient. Daraus gewinnen die Wissenschaftler eine neue Erkenntnis. Es muss zwei Explosionen gegeben haben. Wir haben hier den Plan des Mittelschiffs der Orient. Mehr blieb vom Rumpf des legendären Seglers nicht mehr übrig. Dieser Teil ist 45 Meter lang und 15 Meter breit. Das heißt, das Heck ist in die Luft geflogen und in einer zweiten Explosion der Bug. An dieser Stelle befand sich ein Pulvermagazin und an dieser ein weiteres. Als sie kurz hintereinander explodierten, war das Schiff verloren. Das war der entscheidende Schlag. Der verletzte Nelson schleppt sich an Deck. Für ihn bedeutet die brennende Orient die Erfüllung seiner Mission. Der triumphale Sieg über die bis dahin ungeschlagene Armada Frankreichs sichert England die Macht auf See. Nur zwei französische Fregatten können dem Gemetzel entkommen. Alle anderen lässt der Brite kapern und zerstören. Erst am Nachmittag des nächsten Tages ruhen die Waffen. Ein Schiff wehrt sich bis zuletzt, die Tonnant. Ihr Kommandant leistet Übermenschliches. Admiral Thouars, mein Vorfahr, war in der Schlacht schwer verwundet worden. Kanonenkugeln hatten ihm einen Arm und beide Beine abgerissen. Thouars befiehlt seinen Männern, ihn sofort in ein Kleiefass zu stecken, denn Kleie verklebt die Gefäße. Doch er führt das Kommando weiter, ohne Rücksicht auf seine Schmerzen. Dann stirbt er doch. Schließlich muss auch die Tonnant den Kampf gegen die Engländer aufgeben. Und damit endet die Schlacht von Aboukir. Spurensuche auf geschichtsträchtigem Boden. Das ist Nelson's Island. Der Name der kleinen Insel soll die Nachwelt an den Sieger von Aboukir erinnern. Hier liegen 1500 Franzosen und Engländer begraben. Die britischen Mannschaften sammeln sich zum letzten Geleit. Sie danken Gott für den Sieg und beten für die Toten. Disziplin und Teamgeist der einfachen Soldaten haben die britische Marine über Nacht zur Nummer 1 gemacht. Dafür sind 900 Engländer gefallen und 1700 Franzosen. Ihr Feldherr Napoleon Bonaparte hat von seiner vernichtenden Niederlage auf dem ägyptischen Festland erfahren. Das neue Kapitel in der Geschichte Europas haben Frank Gordio und sein Team um viele bislang unbekannte Details ergänzt. Sie vermitteln zum ersten Mal eine genaue Vorstellung vom Ablauf jener Schreckensnacht, von der Aufstellung der Schlachtschiffe und von den Strategien der Gegner. Ein historisches Tagebuch.
Der Verlust seiner Flotte hat für Napoleon bittere Konsequenzen. Er sitzt mit seiner 37.000 Mann starken Armee in Ägypten fest. Erst mehr als ein Jahr später kann er nach Frankreich zurückkehren. 1804 krönt er sich selbst zum Kaiser. Sein Leben endet in der Verbannung. Er stirbt im Alter von 52 Jahren, am 5. Mai 1821. Horatio Nelson wird durch den Sieg von Abukir zum Helden. Die Nation feiert ihn als genialen Militärstrategen. 1805, in der Schlacht von Trafalgar, bezwingt er die spanisch-französische Armada und findet dabei den Tod mit 47 Jahren. Trafalgar brachte dem britischen Admiral den höchsten Ruhm ein. Doch Abukir und die Orient nahm er mit ins Grab. Hier haben wir eine Zeichnung vom oberen Teil des Hauptmastes der Orient. Nach der Schlacht hat ein britischer Kapitän das Holz geborgen und Nelson übergeben. Daraus wurde dann der Sarg für den Admiral gezimmert. Die spektakulären Funde aus der Bucht von Abukir bleiben in Ägypten. Es wird noch Jahre dauern, bis sie gründlich untersucht und vollständig restauriert sind. Die Forscher